gleich zurück. Hä, jetzt brauche ich ein Viereck und einen Stern. Ob das was zu tun hat mit dem Gedöns, was ich gerade... Das wird der Schlüssel sein. Aber ich habe gerade das Ding in Form von... Wo bleibt der jetzt? Komm, die ewige Zeit hier. Sternförmig bist du ja auch nicht, ne? Eher nicht so, sagt er. Hä, jetzt habe ich zwei Schlösser und einen Schlüssel. Keine Pass hier. Das ist ja all. Geh weg, asthmatischer Hund. Wofür habe ich denn jetzt bitte das Gedöns aufgesammelt? Da muss ja noch irgendwo ein Kasten sein. Was bringt mir das? Ich habe das irgendwie... noch nicht so ganz verstanden. Gibst du mir Aufschluss? Dass einfach einen Stecker zieht, ohne Witz. Mich da verarschen. Okay, ich werde erstmal den da hinten holen, den Cricket-Schläger, und den erstmal sein lassen. Ich kann nicht nahe genug an die Konsole herangehen. Wo spawnt der Hund? Der kam mir drüben immer entgegen. Ich muss irgendwie anders die Stromversorgung abschalten. War doch noch so ein Teil. Da ist es ein Stern. Ist das nicht einfach nur die Pracht? Dieser Schaltschrank könnte mir weiterhelfen. Okay. Das aber war er scheint eins. Einen speziell geformten Schlüssel zu brauchen. Ja, und jetzt? Jetzt gehe ich erstmal wieder hier rein. War gut. Ja, aber... Als ob ich so blöd bin und mache denselben Fehler viermal, ja, also... Ey, der Riptimer ist aber heute kaputt, oder hast du vergessen, ihn zu resetten? Ich bin heute nicht 21 Mal gestorben. Das ist schon oft, aber... So oft? Ich bin noch nicht mal 2 Stunden am Stream. Fleißig, fleißig. Wo bleibt denn das Vieh? Kommt ihr überhaupt noch? Theoretisch müsste es ja ausreichen. Ja, ich muss einfach zurück jetzt hier kommen.
Hä? Der kam ja gerade entgegen. Ey, der Hund ist so buggy, ohne Witz. Und natürlich muss ich, um es anzuschalten, alles komplett haben. Aber wenn ich eins unterbreche, das Portal bleibt an. Oder kann ich da jetzt... Ich traue dem Ganzen nicht, das Portal ist noch da. Aber was mache ich mit dem... Der andere Schlüssel passt nicht. Oder brauche ich wirklich drei? Habe ich noch einen noch nicht gefunden? Ach, das ist wieder ein Stress hier. Kann man hier einfach mal ein entspanntes Horrorspiel machen? Ach, hier ist noch eins. Achso, das war der viereckige. Oh, das passt ja nicht, ne? Nee. Okay, werde ich gleich nochmal in die andere Richtung abzwitschern, wenn der Hund vorbei ist. Das stimmt wirklich. Ey, das kann doch nicht wahr sein! Dieser F... Okay, jetzt ist aber Feierabend hier. So, ich nehme dich jetzt schon mal mit hier. Komm. Ist doch jetzt bald mal gut hier. Oh nein! Was passiert hier? Er zieht mich hinein! Ich sag einfach gar nichts mehr. Ich kann nicht nahe genug an die Konsole herangehen, ohne wieder durch das Portal gezogen zu werden. Ich muss irgendwie anders die Stromversorgung abschalten. Wo ist denn hier noch ein Sicherungskasten? Hab ich was übersehen? Hier ist doch nichts. Wofür habe ich denn diesen komischen Schlüssel? Dieser Schaltschrank könnte mir weiterhelfen. Aber er scheint einen speziell geformten Schlüssel zu brauchen. Hier geht's nicht weiter. Ich habe zwei Schränke und zwei Schlüssel. Und nur einer passt. Das ist ja all. Ich spiele es jetzt richtig safe runter. Danke für die Brüste. Ich höre das schon ewig. Ich geh'n Bock. Der hat echt die Ruhe weg. Wahnsinn. Ist doch nirgendwo mehr ein Schaltkasten. Geh weg, Portal. Geh weg.
kein Schaltkasten mehr. Hier ist einer, da passt der aber auch nicht rein. Ist er voll oll? Was soll denn das? Und ich kann die ja nicht mal tauschen, oder? Die Schlüssel? Gar nicht probiert, ehrlich gesagt. Also ich bin probiert, aber nicht hingeguckt. Wieso kommst du jetzt von da? Das ist ja blöd. Kannst du bitte zurückgehen? Geht er woanders zurück? Ich habe jetzt keine Lust, hier rauszuhören. Alter, chillt er sein Leben. Sarah. Whatever will be, will be. Hier ist kein Schaltkasten mehr. Oder gilt das hier? Nee, das kann ich. Nee, das kann ich. Ah, lol, okay. Okay. Das war Nummer 1. Okay, hier war der. Ich bin jetzt zurückgelaufen, hier kam der Wolf nicht hin. Alter, das hab ich vollkommen. Hä? Bin ich so bekloppt? Sind wir jetzt echt zurückgelaufen? Das war das Gebiet, was wir dann quasi verlassen hatten. Ich stelle mich jetzt hier ganz in die Ecke. Das war das Gebiet, was wir verlassen hatten vor dem letzten Level, oder? Bin ich jetzt auf dem Holzweg? Ach, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht den Wölfen, den Vieh entgegenlaufen. Vor allem, da läuft er echt übelst den. Also richtig straight einfach durch. Und sobald ich irgendwo minimal im Raum stehe, macht er totalen Schlendrig Richtung Ecke. Wo war denn jetzt der Kasten hier? Hier drüben war noch bloß der Stern. Ach, ich bin doch doof. Der viereckige war ganz am Anfang. Bin ich blöd? Komme ich jetzt noch zurück oder bin ich jetzt. Ah. Das Freundschaftssystem. Hab ich da noch gar nicht zu belesen. Ich habe das jetzt angefangen. Mehr oder weniger. Aber ich habe da jetzt noch nicht den Sinn dahinter verstanden.
Vor allem bei Twitch. Also ich sehe da so vollkommen null Mehrwert dahinter. Ich finde, die Sirene, die macht es so einfach leichter zu warten. Die ist so entspannt und abwechslungsreich. Das versüßt es einen richtig. Ich glaube, ich warte jetzt extra noch eine Runde, bis er durch ist, weil ich finde die Sirene gerade so schön. Geh weg, Portal. Du bist böse. Warte mal, wo war jetzt? Hier an der Seite, ne? Hier. Das war Nummer 2. Fehlt nur noch einer. Wo war denn der Sternschlüssel? Der war doch hier hinten irgendwo, ne? Ne, da war der Stern. Wie war denn das? Wo war denn der Schlüssel? Der Sternschlüssel. War der hier irgendwo? Nee, hier lag der erste, der. Ruhe. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Aber wir haben schon mal 2 von 3. Und das ist schön. Freunde irgendwo zu haben, ist immer gut. Ja. Ist irgendwie nicht mehr die Definition von Freund. Kontakt trifft es eigentlich eher. Eine Alternative zu Facebook und so ist es eigentlich nicht. Wie, du stirbst? Ich gebe mir Mühe. Ja? Wo ist dieser fucking letzte Schlüssel? Mal alles absuchen hier. Hier ist er. Das war der letzte. Hoffen wir, dass es funktioniert hat. Da kann man echt nur hoffen. Pass auf, ich warte jetzt nochmal hier. Sicher ist sicher. Ja? Ja, aber miteinander schreiben konnte man schon vorher auf Twitch. Es gibt jetzt einen Like-Button auf Twitch. Okay. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Das klingt ja wirklich gar nicht mal so gut. Darauf ein M&M. Guten Abend, Maren. Schreist hier rum. Wo bleibt denn jetzt der Hund? Der war noch unterwegs, ne? Oder? Wir waren das vorhin. Ja klar, war er unterwegs. Post sagt ihr. Na, das mit dem Post schreiben war ja schon seit 3, 4, 5 Wochen irgendwo aktiviert, aber das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Da kann man zumindest vermerken irgendwo, pass auf, nächster Stream ist dann und dann und brauche nicht am Titel irgendwo was machen. Das ist noch okay. Liken. Du hast bis gerade bitte. Hast du da einen neuen PC schon? Wo bleibt denn dieser fucking Hund? Ich geh jetzt hier nicht raus.
Der Hund nascht mich bloß weg. Quack. Danke für den Follow. Hallo, Castello. In the Bello. Krass. Hundi. Hundi. Hundi, wir müssen reden. Jetzt denke ich, dass der nicht mehr da ist. Und es ist immer so, wenn ich jetzt losrenne. Ich könnte jetzt 10 Minuten warten. Wenn ich jetzt losrenne, tot. Hundebesuch hat aufgeschaut, wo ich Hundi gesagt habe. Hundi! Wo bleibt dieses Scheißvieh? Sobald ich jetzt losrenne, original, steht der Hund vor mir. Sie ist verwirrt. Ich glaube, der Hund ist wirklich weg. Ja, es funktioniert. Das Portal schließt sich wieder. Okay. Da hat sie bloß geträumt, alles klar. Das ist irgendwie übel klischeehaft. Aber trotzdem cooles Spiel. Props an andere gehen raus. Ich lass den abspannen. Den mache ich nicht weg. Krass, krass. Okay, einiges. Also zum Vergleich Layers of 4 und Outlast Whistleblower habe ich ja in 3 Stunden, 4 Stunden mal durchgerockt. Aber ich glaube jetzt bei Obscuritas müsste ich bei 12 Stunden oder 13 Stunden irgendwas sein.
krass viel Inhalt für ein Spiel, krass viel Content, aber manches von den Stunden war auch geschuldet einfach an ewig langem Rumgelaufen. Also ich habe an dem Raum mit den Statuen 1,5 Stunden insgesamt gesessen. Ich habe nochmal in dem Raum mit den Sicherungen 1 Stunde gesessen. Wenn nicht sogar auch 1,5 Stunden. Aber mal gucken. Jule und ich kamen ja an die Ehre, dass André uns schon mal ein bisschen was vom Intro oder von der ersten Szene gezeigt hat von Pineview Drive 2. Und es ist so ein bisschen Mix soll es ja werden aus Obscuritas und Pineview Drive. Bin ich mal sehr gespannt. Bin ich mal echt gespannt. Steht ja noch kein Datum, wann es rauskommen soll. Aber scheint da einiges an Arbeit vor ihm zu liegen. Bis dann nehmen wir uns natürlich erstmal den ersten Teil vor. Und dann kommt ja demnächst auch noch Outlast 2. Wo ich schon ein bisschen am Kutteln bin, wenn ich schon dran denke. Die ersten Trailer von Outlast 2 sahen schon mal sehr geil aus. Aufgepasst. Wieso werden die Let's Play aufgezählt? Warte, ich mach schnell einen Schriftzug von Usurpator und lass mit durchlaufen. Thanks for playing Obscuritas. No problem, sir, no problem. GG easy.